Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play. Wir spielen mit euch Before We Leave. Wir sind, das bin ich, Jenny, und neben mir sitzt Josh. Hallo, herzlich willkommen. Before We Leave ist ein Strategie-Taktik-Spiel, in dem es darum geht, Städte zu errichten. Wir fangen ganz klein an auf einer Insel, auf einem fremden Planeten und können uns dann immer weiter vergrößern, unsere Zivilisation zu neuer Blüte führen, neue Kontinente entdecken und irgendwann vielleicht unseren Planeten verlassen. Das Ganze ist mehr oder weniger fast gewaltfrei. Aber Jenny, was weißt du über planetenverschlingende Weltraumwale? Klingt aufregend und gefährlich. Ja, guck mal, ich glaube, das sind die da hinten schon. Die größte Gefahr in diesem Spiel. Ansonsten geht es aber tatsächlich darum, ganz gemütlich für sich seine Zivilisation aufzubauen und vor allem sich auch auf die Spuren untergegangener Zivilisationen zu begeben. Die werden wir überall sehen. Wir haben schon mal reingespielt ins Tutorial. Fanden es sehr, sehr cool. Und starten jetzt mit euch in eine neue Reise. Ach, Moment, man hätte die Einführung hier auch gleich mit einbauen können. Das war meine Vermutung. Sehr gut. Gut, ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Ich weiß nicht, was Wächter sind. Würde ich auch erstmal. Wir lassen das erstmal alles, wie es ist. Alles schön, normal. Fünf Planeten, let's go. Wo steht fünf Planeten? Anzahl der Planeten. Ah, ja. Vor langer Zeit zog sich die Menschheit in unterirdische Bunker zurück, um einer Katastrophe vom galaktischen Ausmaß zu entkommen. Und jetzt, Jahrhunderte später, kommen wir wieder an die Oberfläche und wagen uns zurück. Und da sind wir. Wir haben keinen Stress, wir haben alle Zeit der Welt. Geil, wie das immer so aufgeht. Ja. Was können wir ganz grundlegend machen? Erstmal natürlich, wir haben hier unseren Bunker, da kommen wir raus, das ist unsere Welt. Zumindest das, was wir von unserer Welt bisher kennen. Das ist in erster Linie mal dieser kleine, aber doch feine Kontinent. Mit diesem großen Hochplateau in der Mitte. Und hier sehe ich schon eine alte Zivilisation. Was ist das, Jenny? Kennen wir das? Das sieht aus wie ein Hochhaus. Weißt du, was ein Hochhaus ist? Guck mal da hinten, was ist das? Das ist viel unheimlicher. Sieht aus wie so ein AT-ST. Weißt du, was ein AT-ST ist? Ja. Ja. So, na gut, ich glaube, wer so lange in einem Bunker gewohnt hat, der möchte natürlich auch erstmal hier in der frischen Luft irgendwie sich niederlassen. Wir bauen erstmal ein paar Häuschen. Klack, die ist so süß, wie die sich über die Map bewegen. Und ja, ich finde es auch total geil und charmant, dass der Planet, auf dem wir quasi sind, dass man nur die Fläche sieht von dem, was man kennt. Ja, also und später verlassen wir diesen Planeten dann auch noch jedenfalls. Und genau, ganz klassisch, ne? Können wir hier eine Holzfällerhütte bauen. Da muss man immer Straßen erstmal hinbauen. Das machen wir. Zack, zack, zack. Und dann bauen wir die hier irgendwie erstmal mitten rein. Klack. So. Damit haben wir nämlich Ressource Nummer 1 schon abgedeckt. Das ist einmal Holz. Dann gibt es Werkzeuge, die können wir noch nicht selber herstellen. Da haben wir gelernt, das muss man mit so einem Umwandler machen. Da wandeln wir nämlich Holz in Werkzeuge um. Exakt. Ich weiß auch nicht, was das hier mit auf sich hat. Ein zerstörtes Kraftwerk, auch interessant. Also wir haben so bis zur Mitte, glaube ich, das Tutorial reingespielt, so ein bisschen was. Ach, schaut mal hier, und hier gibt es auch Verschmutzung. Und habe ich hier exakt natürlich mich drum herum gebaut. Okay, hier sollte ich dann vielleicht nicht unbedingt. Okay, interessant. Hier sehen wir auch schon ein Schiffswrack. Da können wir Technologie klauen bestimmt und lossegeln. Das wird, genau, unser erstes Ziel sein. Ach du Scheiße. Holz. Werkzeug. Stein. Die dritte Ressource. Nahrung, Wasser und irgendwas, was wir noch gar nicht kennen. Also es gilt auch erstmal ein bisschen Forschung zu betreiben. Ja. So, wer Holz hat und wer wohnt, der will natürlich auch was essen. Haben wir mal ein paar schöne Acker hier irgendwie. Ja, ein bisschen außerhalb, ne? Kartoffelfältchen. Fältchen, man will natürlich auch was trinken, liefert uns Wasser, dieser kleine Brunnen. Und ich finde, was ich richtig schön fand im Spiel, es ist kein Stress. Ne? Du musst jetzt nicht irgendwie gucken, dass du, ach du Scheiße, mein Gegner hat sich schon so und so aufgebaut. Nö, ganz gemütlich. Zurücklehnen, auch mal ein Wasser trinken. Oh, guck mal, da unten entdecke ich was. Auf unserer Ebene ist noch mal so was Geheimnisvolles. Eine uralte Technik. Okay, wir haben jetzt... Das sieht so geil aus. Kartoffeln? Ja, Kartoffeln, Holz, Wasser.
Was noch als nächstes? Naja, Steinchen. Steine kriegt man, indem man hier, zumindest am Anfang bekommt man Steine so, indem man einfach das hier abforstet, sagen wir mal. Die Umwelt zerstört, ja. Weißt du, wie viel Wald Europa früher mal hatte, bevor wir alle auf die Idee gekommen sind, hey, wir sollten diese Schiffe bauen? Ja, ich weiß. Schiffe sind Quatsch, ey. Das ist der letzte Urwald Europas, liegt in Hessen. So, was können wir noch machen? So, wir haben eine Holzfällehütte gebaut, wir haben für Nahrung gesorgt. Was gibt's noch? Entdeckerhütte. Damit können wir vergessenes Wissen inmitten uralter Technik finden. Entdecker werden durch Bewegungseinschränkungen weniger beeinträchtigt und wir können eine Bibliothek bauen. Hier können wir dann Forschung betreiben. Ja, das ist wichtig, natürlich. Fangen wir mal mit Forschung an, die würde ich ja auch schön... Aber da... Was heißt das? Wieso ist da ein Ausrufezeichen? Steine. Nicht genug vorhanden? Naja, wir brauchen scheinbar mehr davon. Ich meine, man kann es halt erstmal setzen, ne? Ah, okay. Man kann das sozusagen vorplanen. Das finde ich cool. Das mag ich ja immer. Super wichtig. Das ist wie mit den Blaupausen. Das habe ich in Anno 1800, fand ich diese Blaupausen-Idee so großartig, dass du es halt wirklich aber auch dann siehst, wie es fertig aussieht, ne? Ja. Und nicht einfach nur hinsetzt. Ist ein Ressourcenlager, aber hier haben wir... Ach, guck mal, wir graben da aber noch dran ab, ne? Wir sind noch nicht fertig, glaube ich. Ja, ja, genau, er holt sich hier noch Steinchen, glaube ich, raus. Erste Frage, kann man unsere Insel 1 umbenennen? Da oben? Ja, kann man. Auf den Stift. Man ah ja, wie möchtest du es denn, wie möchtest du unser Island denn nennen, Danny? Oder an der Frage, an der Stelle die Frage an euch, wie sollen wir Insel 1 denn nennen, beziehungsweise zukünftige Inseln und zukünftige Planeten, werden wir euch natürlich gerne mitnehmen. Aber ich finde, die erst könnten wir schon benennen, oder? Okay. Indie Ludos würde ich die nennen, dann ist das, so heißt unsere Akademie nämlich in meinem Let's Play. Indie, ja. Nein, auseinandergeschrieben natürlich. Hast du schon mal eine Insel mit zwei Wörtern auseinandergeschrieben sehen? Okay, mach das. Du kannst einfach Indie-Land nennen. Indie-Land, okay. Denn es ist ja auch ein ganz vorzügliches Indie-Spiel von Balancing Monkey Games aus Neuseeland. So, wir brauchen immer mehr... Neuseeland. Wann? Kommen auch nicht so viele Spiele her aus Neuseeland, oder? Zumindest nicht, dass ich wüsste. So, was ich nicht ganz verstehe. Achso, Lagerkapazität. Genau, jetzt nur Baumstämme. Was habe ich getan? Eine uralte Stasekiste, in der einige Objekte erhalten geblieben sind. Kartoffeln! Ah, wir können diese Kisten. Kriege ich die dann? Ja. Gemüse. Was haben wir hier? Kann man die öfters anklicken? Nee. Ah. Man kann mit denen anscheinend später irgendwas machen. Werkzeug. Ah, geil. Das haben wir im Tutorial noch nicht gesehen. So weit waren wir noch nicht. Aber ich finde, man will auch vielleicht alles noch gar nicht so wissen. Ich mag es sicher so, was ich ja total mag an solchen Spielen ist, wenn man so ein bisschen einfach losziehen kann und entdecken. So, da ist unsere Bibliothek. Boah, da würde ich gerne drin wohnen oben drüber. Die ist ganz schnuckelig, oder? So. Wir mal gucken. Also wir sammeln jetzt erstmal Forschungspunkte und dann bietet sich uns folgender Forschungs... da unten kann man reparieren. Ah, Zweig, da. Das kann man also erforschen. Ja, erstmal geht's los wahrscheinlich mit dem Aufzug. Genau, wenn man einen Aufzug baut, kann man nämlich... Ich weiß es. Da hoch. Und dann kann man hier oben einen Steinbruch bauen. Ist das was, Leute? Ist das was? Jawohl. Genau, und hier wandelt man... Ah ja, guck mal, ein bisschen diesen Umwand, da muss man auch an die Straßen, ans Straßennetzwerk anbinden. Zack. Dann kann man hier Werkzeuge erschaffen aus Holz. Das ist geil, dass man sie auch reden hört. So. Ja, wenn man so reingeht, ne? Von draußen nicht. Man schreibt auch richtig fetzige Musik. So, wir bräuchten echt Stein, ne? Das ist jetzt unser perspektivisch nächster großer Schritt, glaube ich, den wir tun wollen. Sobald wir hier mehr durch was kriegt man Erleuchtung das? Finden. Die Frage ist, wie sammeln wir das? Warum finden wir noch nichts? Ah, vielleicht durch, wir brauchen so einen Forscher. Nö. Nee, nicht so einen Forscher, so einen Entdecker, danke, den meine ich doch. Ja, ich glaube. Idee. Ja, na klar, na klar. Ich daneben. Weil ja, ich glaube, der holt uns die Punkte. Mhm. Ja, das kann gut sein. Aber ein bisschen mehr Wohnkomfort hier. Kann man dann alles noch aufbessern und so weiter, aber ihr seht. Wir wissen noch nicht wie. Shit. Wie? Das war unser Umwandler. Zip.
Unser uraltes Kraftwerk würde es nachher auch noch Spaß bereiten. Ich hoffe, es fliegt nicht in die Luft. Ich bin so gespannt, was hier jenseits des großen Meeres liegt. Vielleicht der Seeweg nach Indien, Jenny? Oder gigantische Giraffen. Mega-Giraffen. Vielleicht finden wir ja auch noch die Elefanten, auf denen unsere Welt eigentlich durchs All läuft. Und die Elefanten auf einer riesigen Schildkröte. Ist die Schildkröte auch nochmal auf was? Nein. Die Schildkröte schwimmt durch das All, richtig? Ja, die fliegt, glaube ich, durchs All. Aber ja. Hast du schon mal eine fliegende Riesenschildkröte gesehen? Ja, in Fantasy-Spielen gibt es auch fliegende Wale. Gut. Sinn und so. Der ist ja eher ein Walfisch, aber... Ja, okay, was noch? Also, hier sind wir gleich fertig mit dem Umbau. Das habe ich einfach mal proaktiv gemacht. Ich glaube, es war gar nicht mal unbedingt notwendig. Unsere Entdeckerhütte wird gleich fertig. Und ja, ich glaube, du hast recht, dadurch generieren wir dann Wissen. Finden wir gleich heraus. Das ist eine Entdeckerhütte? Sieht ja furchtbar aus. Also, er findet vergessenes Wissen inmitten unter Technik. Ah, da guck, da wird schon generiert. Ich hatte recht. Ja. Grüne Forscher. Gras, keine Verschmutzung. Wir beobachten kann das mal. Sich durch. Danke, dass ich wollte es lesen. Ja, das tut mir leid, das ist jetzt halt nicht mehr möglich. Was mich ein bisschen stört, ich muss immer erst eine Straße bauen, bevor ich. Aber ich glaube, in den ganz alten Siedlerspielen war es auch so, oder? In irgendeinem Spiel, was ich früher oft gespielt habe, war das auch immer so, dass man erst Straßen brauchte. Ups. Oh, was ist das denn? Ein Kreisverkehr? Nein, das sollte nicht. Das sollte so. Und jetzt brauche ich hier oben noch ein Holzfäller hin. Weil so Grundressourcen immer, glaube ich, ganz gut sind. Aber guck mal, hier so ein schöner, geschwungener Weg. Na ja, völlig unsinnig. Total idyllisch. Ich finde das sehr idyllisch hier. So geil, wie unsere Bunkerklappe einfach so das Zentrum unseres Dorfes dann da. Das finde ich auch geil. Und wer weiß, wie viele Leute unter der Erde noch sind. Ja, das ist mir auch noch. Oh, ich habe bei Netflix, wie hieß denn diese Serie gesehen? Die war gezeichnet in so einem richtig geilen Comic-Stil. Die hatte die beste Musik ever. Mhm. Und da kam nämlich sie auch, also die Protagonistin kam auch aus so einer Bunker-Zivilisation an die zerstörte Welt quasi. Und die Welt ist anscheinend durch irgendein Atomunglück zerstört worden und es gibt jetzt Mutanten. Und jetzt ist es andersrum. Also es gibt zum Beispiel riesige Hasen, die sind einfach mal so groß wie ein Haus. Es gibt aber auch ein paar Tiere, die mutiert sind und deswegen sprechen können. Und das ist total spannend. Aber wie hieß denn das? Tja. Ich google das, mal nebenbei. Ich guck mal nebenbei hier in die Häuser, was ich auch sehr charmant finde. In jedes Spiel, wenn du einfach wirklich die Leute angucken kannst. Rosi, arbeitslos. Rosa, arbeitslos. Und Benilda ist auch arbeitslos. Also, aber die, kannst du die Leute einzeln anklicken, wenn du die auf der Map siehst? Nur so als, wenn die mal stehen bleiben. Mach mal Pause. Sammelt Hosen. Kann man Pause drücken? Ja. Ich. Doch, kann man. Mal normal. Ja, ich habe jetzt einfach normal geschnitten. Ja, ich wollte sehen, ob man die anklicken kann, die Leute. Achso, die jetzt hier. Ja. Kann man Antonin hat Zimmerpflanzen, die nicht eingehen. Okay. Und grüne Technik. Ich wollte wissen, ob man die benennen kann. Deswegen. Was ist das denn für ein Zeichen? Er ist offen. Ah, okay. Dann folge ich ihm. Okay, genau. Die haben auch eine Zufriedenheit. Hm. Und er trägt Lumpen. Ja. Ich glaube, es ist bis zum interstellaren Imperium. Ist es Imperium? Ist es noch ein weiter Weg für unsere Zivilisation, die jetzt immerhin aber einen Aufzug erforscht hat. Und jetzt erforschen wir noch den Bergbau hinterher. Ich gebe hier gleich schon mal noch das Lagerhaus rein. Genau, Aufzug hier, zack, neu. Ermöglicht die Verbindung von höher und niedriger gelegenen Straßen. Das machen wir natürlich mal hier einfach so, zack. So, und wenn er fertig ist, können wir hier jetzt immer hoch runter. Auf die Wall. Das ist echt was hier von der Wall. Und dann hier oben Stein abbauen. Ich glaube, Stein baut man hier ab. Ist nicht so geil, dass das hier. Ja. Das hier ein Berg ist. Berg. Riesige Überbleibsel uralter Zivilisation. Hier können Steine abgebaut werden. Genau, 500 Stück. Dann muss ich nämlich nicht mehr unser wertvolles Gehölz hier immer wegroden, um darunter in die Steinchen zu kommen. Ich wandle mal wieder ein bisschen Holz und Werkzeug um mit unserem Umwandler. Ich glaube, da geht nämlich noch ein bisschen was. Weil jetzt kommen wir nämlich, glaube ich, gleich dahin, dass wir
Genau, jetzt können wir hier einen Steinbruch setzen. Der muss hier oben gesetzt werden und dann genau an so einen Berg. Das heißt, auch dahin müssen wir jetzt erstmal eine Straße legen. Zack, zack, zack. Und hier dann der Steinbruch. Wunderbar. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie sich das mit den Wegen verhält. Ob es quasi wichtig ist, hier effizient vorzugehen. Was ist hier los? Warum? Das sind Probleme. Genau, und später muss man halt wirklich ein riesiges logistisches Meisterwerk und Konstrukt quasi errichten. Witzig, ich finde diese blöde Serie nicht. Ich gucke aber gleich mal nach der Folge. Bei mir auf dem Netflix-Account einfach, wie die hieß. Okay, vielleicht kann dir das hier auch jemand sagen. Ja, das ist ja dann 5 Folgen später. Das geht nicht. Du musst es jetzt wissen, ne? Ja, weil es auch immer blöd ist, wenn man das erzählt und dann... Ja, es erzählst auch Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Sag der Richtige. Ich habe eine Ahnung davon, ich habe euch... Brauchen erstmal mehr, schnell weiterreden. Überhaupt, man kann halt richtig weit raus, das haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Indie-Land. Geil. Wo ist denn jetzt diese Sonne? Diese Sonne. Hä? Gibt keine. Oh, hier, irgendwo kommt, wo kommt denn der Sonnenstrahl her? Ich kann doch die Sonne irgendwo sehen. Die Sonne wird, glaube ich, gerade durch unseren Planeten komplett verdeckt. Ja, irgendwo da, ja, da. Dahinter. Geil. So, unser Projekt ist auf jeden Fall im Gang. Jetzt haben wir einen Steinbruch schon mal. Jetzt kann man halt später alles dann noch verbessern. So, jetzt sind wir hier schon mal autark. Kipo heißt die Serie. Nochmal? Kipo. K-I-P-O. Kipo und die Welt der Wundermonster ist es auf Deutsch, aber ich habe es natürlich nicht auf Deutsch gesehen. Okay, Jenny, Gartenbau, Metallverarbeitung oder Reparatur? Was bringt uns denn was? Metallverarbeitung ermöglicht den Bau von Eisenminen, Eisenwerken und Werkzeugschmieden. Ja, wir können Werkzeuge mit herstellen. Oder Gartenbau. Reparatur, okay, dann können wir uralte Gebäude reparieren. Und Gartenbau ermöglicht den Bau von Gemüsefeldern, Obstplantagen. Die Gemüse und Obst produzieren, was Bürger zufriedener macht. Ach, Jascha will auf. Industrie! Ich will nach den Sternen greifen. Irgendwas, was ist? Wir haben weniger Holz. Wir produzieren zu wenig Holz und zu wenig. Da ist die Sonne. Ja, ich sehe auch die Sonne. Danke. Ja, es geht halt runter, weil es einen Anschein genommen wird. Genau, und wir kriegen mehr Stein. Ja, was mir nicht ganz ersichtlich ist, okay, genau. Ja. Wie viel wir verbrauchen. Ja, also erstmal klicken wir uns mal kurz ein bisschen durch die Stats quasi durch. Also das ist unsere aktuelle... Ah ja, wir haben 8 freie Arbeiter. Das wollte ich nämlich einmal wissen. Wie kann ich sehen, wie viel freie Arbeiter wir haben? Also okay. Brauchen wir... Wir müssen keine weiteren Gebäude bauen, weil wir haben Arbeitslose. Sehr hohe Arbeitslosenquote. Ja. Das heißt, es geht tendenziell runter scheinbar. Wasser und Kartoffeln müssen wir im Blick behalten. 18, 27. Das heißt, wir müssen die irgendwo arbeiten lassen, Joscha. Ja, der Arbeitslose... Können ich im privaten Sektor arbeiten? Wir schicken noch mehr Leute auf Adventure, damit wir mehr Forschungspunkte kriegen. Ich glaube, eine Bibliothek... Erstmal, warte mal, können wir mehrere Entdecker bauen? Ja. Erstmal gibt es jetzt hier die Eisenmine. Hier wird Eisenerz aus uralten Maschinen gewonnen. Allerdings sorgt das für Verschmutzung und die Zufriedenheit der Arbeiter ist ja, also Mittel. Boni durch benachbarte Berge. Ein Berg in der Nähe gleich 10% Schleuner. Okay, das heißt, wir müssen die da oben aufs Plateau bauen. Muss neben einem rostenden Koloss errichtet werden. Ja, ich denke, das sind die... Ja. Genau, vielleicht können wir es in den... Gibt's hier? Aber da oben. Da ist ein perfektes Feld dann. Da ist beides. Aber der grenzt ja nicht an, ne? Also wenn ich das jetzt verstehe... Aber in der Nähe von... Muss ja nicht vielleicht genau daneben sein? Warte mal. Wo stand das? Boni. Ein Berg in der Nähe. Ich glaub, in der Nähe heißt schon, dass es hier dran sein muss. Also, es müsste, darf kein Hexfeld dazwischen sein, aber bauen wir das doch mal. Zack. Ach, da werden sich das nur ganz leicht. Für was brauchen wir denn jetzt überhaupt Eisen? Egal, es wird jetzt einfach erstmal. Bei Waffen! Es gibt hier keinen Gegner. Oh, guck mal, der leuchtet unsere Forschung. Ja, wir können weiter forschen. So, jetzt möchten wir Garten. Okay. Wir tun jetzt was für die Bevölkerung. Ja, wir wollen ja eventuell hier für mehr... Wobei, es nimmt tendenziell zu und passt. Was haben wir hier noch? Produktionsressourcen. Strom. Ha!
ja. weit davon entfernt. Eisenerze sind wir jetzt dran und dann Eisen. Aber naja, wir fördern Eisenerz ohne Strom. Ganz fleißig. Ja, mit unserem... Ah ja, wir haben noch ein Lagerhaus gebaut. Das ist... sollten wir mal machen, das haben wir nochmal forscht. Wenn wir einfach alle Ressourcen und auch... Wow, ist das riesig. Kann ich dich drehen? Oh. Oh. Hast du die Ressourcen jetzt verschwendet? Keine Ahnung. Nee, die werden ja erst dafür reserviert und dann da eingelagert. Ja, wo war das? Lagerhaus. Das da. Ist Lagerhaus. Aber wie? Irgendwie dreht er nicht so, wie ich es gerne hätte. So ist aber okay, ne? Ja. Das ist je nach die Straßenanbindung. Genau, haben wir mal ein Lagerhaus gebaut. Was haben wir jetzt hier noch? Aufzug, genau, Lagerhaus. Check, check. Eisenwerk. Eisenwerk. Verhüttet Eisenerz zu Eisen. Und dann kommt die Werkzeugschmiede. Ach du, guck mal, das ist richtig lange Produktionsketten jetzt schon, ne? Mhm. Die Eisenmiede, da kriegen wir Eisenerz. Dann Eisenwerk und Werkzeugschmiede. Okay. Was jetzt noch nicht so ganz klar ist natürlich, wie fatal ja. ist es mit der Verschmutzung. Guck mal, hier ist ein Eisenwerk. Richtig viel Verschmutzung. Macht sich wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich das Eisenwerk jetzt hier mitten auf keinen Fall. In die Siedlung reinkriege. Ich würde es da oben hinbauen, wo es eh schon Verschmutzung gibt. So ein Hub bauen, ne? Ja, so ein Verschmutzungshub. Aber guck mal, die Fläche ist riesig, die verschmutzt wird, ne? Ja, alles hier oben ist jetzt schmutzig. Und da unten auch die Bäume auf der nächsten Seite. Ach, ja, ist halt... Ist halt so. Ich wollte das ja nur sagen. Werkzeugschmiede. Ich baue das jetzt hier alles schon mal, aber es wird natürlich ein Weilchen dauern, glaube ich. Weil wir da auch nicht die Werkzeuge für beides haben. Müssen wir dann auch umwandeln. Guck mal, das wird der Radius geht. Dann haben wir hier oben so unseren industriellen Hub. Ne? Ja. Hier so eine Eisenproduktion und so Steinproduktion. Was kann man denn mit den Überbleibseln aus alter Zeit eigentlich machen? Kann man mit denen irgendwas machen? Was meinst du, diese, diese Dinger? Uralte Technik. Mhm. Ne, ich habe das jetzt so verstanden, dass unser Entdecker da aufbricht. Ja, vielleicht kann man später... Guck mal das. Was heißt das nochmal? Guck mal, bei der Zeichen? Über... Genau, guck mal. Ja, ich will... Das da, was ist das? Ah, okay. So, wir nur einen Fokus. Guck mal, er sammelt grüne Technik. Und wir sehen, das beinhaltet grüne Technik. Also noch 36 wahrscheinlich, oder? Ja, guck mal auf das dafür, er wird ja zu dem gehen, ja, 25. Ja. Ich denke, das wird sozusagen 79. abgebaut von da. Ja, aber das heißt, es gibt quasi auch ein Forschungslimit, zumindest hier mit erstmal. Oh, 152. Ja. Was ist hier? Keine Ressourcen. Ah, okay. Okay. Ach du Scheiße. Bewahrt Ressourcen auf Wichtigkeit. Den verfügbaren Platz zwischen den ausgewählten Ressourcen gleichmäßig auf. Also Nahrung. Ich möchte, dass wir Kartoffeln einladen. Maximal die Ressource 100. Ja, ist unser Umwand. Ja, ich der weiß, macht das immer sieht so blinky. So geil aus. Wasser? Muss ich, kann ich nicht. Ach so. Ah, okay. Also es gibt also eine Gesamtkapazität ja, und die wird jetzt aufgeteilt zwischen allem, was ich hier einlagern lasse. Genau, wenn du zu viel einlagerst. Lagert er von jedem hypothetisch nur ein paar ein und wenn du... Ja, ja. Ich meine, wir haben, glaube ich, jetzt am Anfang, das heißt später wird es wahrscheinlich wichtig, dass wir sagen, okay, das ist unser Lagerhaus für Baumaterial, das ist unser Lagerhaus für... Sind unsere 14 Leute jetzt eigentlich beschäftigt? Das ist eine vorhin Frage. Nein. Freijobs 4, Freiarbeiter 0. Das heißt, wir können mehr Leute aus unserem Bunker holen. Genau. Das habe ich nämlich gesehen, weißt du, woran ich das gesehen habe? Verschmutzung ist da, das heißt, hier könnte ich noch ein Häuschen reinsetzen. Nein. Ja, die Zahl ist plötzlich rot geworden. 14, 14. So, dann bauen wir hier nämlich jetzt. Aber es sieht auch nett aus hier, oder? Hier einmal drumherum. Ja. Oh, wir können weiter forschen. Das sollte man immer sofort machen. Hm. Sollen wir mal Reparatur in Angriff nehmen? Ja, dann können wir ja vielleicht bei den See stechen. Zerstörte irgendwann. Uralte Gebäude. Ja, stimmt, das wird auf jeden Fall das erste große Ziel für uns sein. Ach du Scheiße, dieses Riesenschiffchen hier. Oh, was ist das jetzt? Sehen wird jetzt angezeigt. 14. Nee, da. Ach, wir Strom. Brauchen Strom. Siehste, ich hab's rausgefunden, weil das war vorhin noch ein Fragezeichen. Also einfach, also hier haben wir, unsere Holzproduktion läuft. Check. Ja. Werkzeugproduktion läuft jetzt noch nicht, weil, glaube ich, noch nicht errichtet, oder? Doch. Oh, was ist hier das Problem? Ah, kaum Strom. Kein Strom? Wir brauchen Strom. Ach du Scheiße, wo krieg ich denn jetzt Strom her? Wir brauchen Strom. Wie kriegen wir Strom? Weiß ich nicht. Strom. Muss man vielleicht forschen? Scheinbar. Oder... Das hier. Okay. Okay. Soweit haben wir nämlich das Tutorial nicht gespielt. Soweit waren wir jetzt. Und jetzt ist Neuland. Wir waren hier alle noch nicht. So, hier haben wir nämlich jetzt... Wir haben jetzt alles, glaube ich, gebaut. Es gibt noch... Wir haben keinen...
Ja, genau, wir haben noch das Gemüse und Teefeld. Oh, das war's für Jenny. Tee macht. Was? Toxisch? Warum? Was? Tee ist toxisch? Ja, da ist doch das. Ah ja. Oder? Verschmutzung verlangsamt. Achso, durch Verschmutzung wird es verlangsamt. Das macht Sinn, weil Tee kann das nämlich gar nicht ab. Die sind ganz empfindlich. Das gleiche gilt für Gemüse. Okay, also man sollte, es ist aber auch klar, man sollte halt... Gemüse macht die Leute zufrieden als Kartoffeln. Man sollte grün produzieren. Ja. Du kleine Kartoffel. Sag das meiner, sag das mein Industriekomplex da oben. Ja, der ist weit weg. Also, dann müssen wir mal gucken, wie wir Strom hinkriegen. Schule sehen wir nur. Die Schule sollte man vielleicht als nächstes... Naja, okay. Brücken? Na gut, halt. Brücken. Aber interessant, guck mal, von Metallverarbeitung gibt es ja auch einen Pfeil. Aber wir wissen noch nicht so was. Kennen wir noch nicht. Aber wahrscheinlich müssten wir. Wir erforschen jetzt erstmal der Reihe nach quasi, ne? Frage ist, ob es Sinn macht, einen weiteren Entdecker zu bauen. Solange wir so viel Holz haben, werde ich übrigens mal umwandeln. Aber ich glaube, das ist nicht sehr effektiv, ne? Weil das Verhältnis nicht so. So, ein bisschen Gemüse. Mhm. Er zeigt mir nicht automatisch die Verschmutzung an, ne? Nicht in die Verschmutzung sehen. Wenn du auf die Gebäude klickst, die Verschmutzung verursachen. Aber dann sehe ich immer nur ein einziges. Ich hätte gerne so eine umfassende Karte. Aber hier, wenn ich hier noch ein Feld hinsetze, dann bin ich cool. Ja. Bauen wir mal so ein Gemüsefeldchen. Oh, lecker! Kürbisse! Das ist, sieht aus wie Riesenerdbeeren. Nein, die sind noch viel zu orange. Da, forschen. So, Schule? Ach, 30. Ich will erst die Schule, weil ich mir einbilde, dass es uns noch Möglichkeiten öffnet. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen tragisch, weil es jetzt hier quasi erstmal nicht weitergeht. Aber wir haben doch Reparatur erlernt. Ja, vielleicht müssen wir irgendwas reparieren. Also, ermöglicht die Reparatur zerstörter uralter Gebäude. So, wir haben ja hier ein Kraftwerk. Ich glaube, das müssen wir jetzt reparieren. Ja, das können wir jetzt auch reparieren. Genau, und dann kriegen wir Strom. Da brauchen wir nur ein bisschen Werkzeug und ein bisschen Holz. Ja, dann. Ah, Straße. Ich meine nicht so geil. Ursacht wieder ein bisschen Verschmutzung, aber ich glaube, das erstmal mein Plan wird sein, dass wir versuchen quasi jetzt nicht Wohngebäude und Farmen möglichst ins verschmutzte Gebiet direkt zu legen. Das erinnert mich ein bisschen an Islanders, wo du auch immer aufpassen musstest. Also bestimmte Gebäude haben immer profitiert von anderen und manche Gebäude haben halt eben nicht profitiert. Dann kriegst du halt Minuspunkte. Ja. Weil die Leute, wenn du ein Spa baust, haben auch keinen Bock, dass du daneben Industrie baust und so. Ja. Aber irgendwann geht dir der Platz aus, du brauchst aber Ding. Es ist mega. Das ist so ein cooles Spiel. Dann bauen wir auch mal ein bisschen Tee hier noch hin. Lecker Tee für was Jenny bester Tee der Welt ist. Ist eigentlich immer hochgelegen und da, wo es schön sonnig ist. Sonnig hier ist sonnig. Ja. Perfekt. Was geht an der Arbeiterfront? Ein freier Arbeiter. Jetzt habe ich noch, ich glaube, ich baue mal noch ein Häuschen einfach, dass wir immer. Haben wir jetzt genug Forschungspunkte für die Schule? Guter Einwand, gute Frage, sehr gut aufgepasst. Ich passe die ganze Zeit auf. Forschen wir das mal. Warte, was ist eigentlich die Uhrzeit? Ich passe auch auf die Uhrzeit auf. Die Uhrzeit sagt, wir sind gleich fertig. Aber wir können hier den Reaktor mal noch anwerfen, oder? Ja, und dann haben wir. Okay, was braucht man? Also, es braucht Holz. Also so eine Art Holzkraftwerk scheinbar. Verbrennt Holz, um Strom zu erzeugen. Das ist natürlich nicht so grün jetzt hier in Jennys Agenda. Was gibt's denn hier in der Nähe von... Ich frage mich, wenn man die Gebäude verbessert, hypothetisch, ob dann die Verschmutzung größer wird. Man sollte also nicht zu nah vielleicht an diese Linien bauen. Ja. Also nur eine Vermutung. Ja. Aber da wird Musik gespielt! Aus der Hütte. Ja, im Spaß. Oh, geil, darf ich dir kurz was zeigen mit der Maus? Guck mal, das sieht von vorne aus wie eine Kassette, hier eine alte Kassette. Das ist mega. Wer wohnt denn hier? Sarah? Holt Strom, finde ich geil. Sarah holt Strom. Wer arbeitet hier? Josef. Jace. So, das heißt, unsere Eisenproduktion ist jetzt auch quasi. Was fehlt euch noch? Wartet noch auf Ressourcen. Ne? Cool. Bekommt Strom. Strom ist ja auch was, das wissen ja viele nicht. Die denken immer, ja, das kommt einfach aus der Steckdose. Nein, 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 das muss man in seinen Stromkorb packen und dann wird das so transportiert. Und wir bauen noch ein Häuschen, weil wir leuchten wieder rot oben. Ach, okay, dann wird das mein letzter Task. Das ist dein Task, wollte ich gerade sagen. Und dann ist diese Folge hiermit erstmal beendet. Also ich suche mir noch einen schönen Aussichtspunkt. Ach, die Musik auch dazu. Oh, das ist schon schön, wenn das Sonnenlicht so... Oh. So verlassen wir euch. Es ist
am Anfang, ne, du baust so vor dich hin, aber man merkt schon, da ist ordentlich was an Komplexität dran. Leute, wir sitzen jetzt noch eine halbe Stunde immer noch auf unserem ersten Inselchen da. Jetzt hoffen wir mal, dass wir es vielleicht schaffen jetzt, das wird jetzt die Aufgabe nächste Folge sein, unser Schiff in Gang zu setzen und aufzubrechen zu neuen Ufern. Ich möchte aufbrechen, okay? Ich bin die Entdeckerin. Ja, und nochmal, wenn ihr Wünsche habt, wie wir neu entdecktes Land benennen können, dann schreibt ihr das ganz brav in die Kommentare und dann werden wir dem Folge leisten. Vielleicht. Nein. So verkauft man sowas nicht. Okay, aber wenn ihr generell auch Spaß dran hattet, ne, und dem Algorithmus was Gutes tun wollt, beziehungsweise uns was Gutes tun wollt, dann liked ihr dieses Video und lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr neu hier seid, dann ja, herzlich willkommen nochmal. Gerne auch über ein Abonnement nachdenken. Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.